Weinräuber. Ja, wie der Name schon sagt, müsst ihr bei diesem Gerät eure Beine beugen. Und das ist hauptsächlich für die Gesäßmuskulatur und die hintere Oberschenkelmuskulatur. Das Gerät hat noch ein paar Besonderheiten beim Einstellen. Natürlich könnt ihr hier wieder euren Sitz vorstellen. Das heißt, ihr könnt ihr nach hinten fahren, ihr könnt die Lehne nach vorne fahren. Als allererstes müsst ihr, um in das Gerät überhaupt reinzukommen, hier das Polster anheben. Beine drüber. Und dann könnt ihr hier noch einstellen, ob ihr lange, kurze oder mittellange Beine habt. Und die Feinheiten gleicht ihr dann einfach mit der Lehne aus. So, an den Zeigen habt ihr Seitengriffe. Und dann beugt ihr einfach eure Beine und zwar richtig ran. Ja, so weit wie möglich. Langsam wieder loslassen. Leicht schweben lassen, das Gewicht wie immer. Das bedeutet, die Beine sind dann im Endzustand hier im Ausgangszustand auch nicht ganz gestreckt. Und wenn ihr fertig seid, zieht ihr einfach wieder den Hebel nach oben.